Wie schön war's doch in alter Zeit, so reden jetzt alle leid. Здравствуйте, меня зовут Михаил, дружба мир mit Russland. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ja, da ist auch euer Micha, oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch aus Karl-Marx-Stadt. Ja, ich bin heute ja im Erzgebirge, ja in Annaberg, ja. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen hier in Annaberg. Unser oberstes Ziel ist natürlich ein friedlicher, aber deutlicher Protest gegen eine falsche Energiepolitik, eine Bevormundung der Menschen und eine ungesteuerte Einwanderung. Schuld der Politik, drin haben wir doch lieber gestrickt, feilang und feidig, und hängen sie in der Feier, ist nein, die falsche Politik. Glück auf Annaberg, Glück auf ihr Erzgebirger. Und ein guter Unternehmer beobachtet alle für sein Unternehmen wichtigen Aspekte im Umfeld sehr genau. Seien es Aussagen der Politik, Preissteigerung bei den Energiekosten, in der Warenbeschaffung oder durch eine sich immer weiter erhöhende CO2-Abgabe im Transportsektor. Und nicht zuletzt, ob er fähige und motivierte Mitarbeiter bekommen und halten kann. Aber die Politik hat mittlerweile auf alle diese Aspekte Einfluss und ist dadurch hauptverantwortlich für die Schieflage, welche sich nun in der Wirtschaft mehr und mehr abzeichnet. Wir erleben eine Permakrise. Eine Migrations-, Corona-, Klima-, Energie-, Finanz- und Wirtschaftskrise, flankiert durch den Krieg in der Ukraine und jetzt auch in Israel. Diese Krisen sind nicht vom Himmel gefallen, sondern die Folgen katastrophaler politischer Fehlentscheidungen, Entscheidungen gegen das Volk. Wir fordern die Aufarbeitung des Angriffs auf unsere Energieversorgung. Und speziell die gesellschaftliche und juristische Aufarbeitung der Corona-Krise. Schwere Fälle in der Regierung, Jugend lebt auf der Straße. Und das, was uns umgibt und was die angebliche Regierung macht, das ist einfach, ich sag's jetzt nur ganz drastisch, nur noch zum Kotzen. Filtertechniken nachzurüsten wäre billiger und weniger Aufwand und es gibt auch schon Technologien dafür. Aber nein, die vermeintlichen Bienenretter mutieren zu den größten Insektenschredderern. Den Gurus der Biodiversität ist auf einmal die Vogelwelt egal, völlig Schnuppe. Widersprüche über Widersprüche, Irrsinn über Irrsinn. Ach ja, wir müssen ja auch die Abhängigkeit von Russland vermeiden. Deshalb zerstört man wieder Werte, die Gasleitung, um neue zu schaffen. Werften, die die riesigen Tanker bauen, LNG-Terminals und so weiter. Ob der Ami allerdings ein verlässlicherer Partner ist, kann in Frage gestellt werden. Sicher ist auf jeden Fall, dass der Wind kein verlässlicher Partner ist. Wenn Menschen wie im Panorama-Beitrag vom 3.12.2022 zu sehen ist, aufgrund der Geräusche der Ruderblätter, des Infrarotschalls nicht mehr zur Ruhe kommen. Wenn die erzeugte überschüssige Energie nicht gespeichert werden kann. Und wie wir wissen, ohne Wind keine Windkraft, ohne Sonne keine Solarenergie. Um die Energiegrundlast abzusichern und das Zusammenbrechen von Stromnetzen zu verhindern, benötigen wir grundlastfähige Energie. Glück auf, Glück auf, der Steiger kommt, und der hat sein helles Licht bei der Nacht, und der hat sein helles Licht bei der Nacht schon an. Ulrike Seidel. Ich bin Geschäftsführerin der Brettschneider Verpackungen
und in aus Eibenstock. Ich bin parteilos und unser Unternehmen gibt es seit 194 Jahren. Ich bin in der fünften Generation im Unternehmen tätig. Vor dem Russland-Ukraine-Krieg hatten wir noch preiswertes Gas. Das wurde uns dann mit der aggressiven Zerstörung der Pipelines weggenommen. Und mein Vorredner hat schon gesagt, möchte diesen Weg auch nicht mehr gehen. Also dieser Weg ist uns verschlossen. Damit stieg natürlich auch 23 der Gaspreis von, oder wir haben jetzt durchschnittlich 12 Cent pro Kilowattstunde. Und der war oder ist damit doppelt so hoch oder fast doppelt so hoch wie noch 2021. Wir erleben eine Abwanderungswelle der Industrie aus Deutschland. Wir bilden die Basis, wir sind die Demokratie. Und da brauchen wir Menschen dafür, die motiviert sind, die zusammenhalten. Komme ich zum nächsten Thema. Zusammenhalt. Das zweite Mal, ja. Das ist die ureigenste Idee davon, respektvoll miteinander umzugehen. Wir müssen zusammenstehen, dass wir uns nicht vereinzeln lassen. Und wir brauchen auch nicht zu warten und nach oben zu gucken und zu sagen, bringt uns doch mal den Frieden hier, wenn gleichzeitig in der Familie oder in der Nachbarschaft Krieg ist. Da hat jeder die Verantwortung mitzumachen, sich zu engagieren und dafür einzusetzen, dass die Welt ein bisschen mehr in Ordnung ist am Ende aller Tage. Und das dritte Jahr, ganz klar, Eigenverantwortung wurde mehrfach schon genannt. Wir haben das Recht und die Pflicht, einfach uns wirklich klar bewusst zu sein, um was es geht. Und ich glaube, dass die Ausbauziele völlig illusorisch sind. Ich halte es auch für beschnappt, dass man in Sachsen das so geregelt hat, dass jeder Landkreis so und so viele Windräder zu bringen hat. Es gibt vielleicht kann ich dazu was aus der Region sagen, aus Sicht unserer Stadt, aus den Gemeinden hier im Erzgebirgskreis. Sachsen hat beschlossen, 2% seiner Flächen einheitlich über ganz Sachsen verteilt für die Windkraft zur Verfügung zu stellen. Und das bedeutet, dass es Gegenden gibt, wie die Lausitz, das sind Quadratkilometer große freie Flächen. Würde kein Mensch stören. Wir sind hier im Erzgebirge, im bevölkerungsreichsten Mittelgebirge Europas. Topografisch etwas schwierig. Wir sind eine touristische Destination. Wir haben Weltkulturerbe mit unserer Montanregion. Wir haben Denkmäler, wir haben Naturschutzgebiete und trotzdem sollen wir 2% für den Windkraft aufbringen. Und das halte ich für absolut verfehlt und für falsch. Wir haben vor einem Jahr diese Gruppe gebildet, Berggeschrei, unser Licht bleibt an. Und liebe Gäste, liebe Zuhörer und alle, die heute Abend da sind, nicht nur das Licht bleibt an, wir müssen es einfach noch heller drehen. Wir müssen lauter werden. Ich glaube, die Zahl der Gäste beweist einfach, dass es wieder notwendig ist, einfach mal Gesicht zu zeigen. Das soll es gewesen sein. Von euer Micha oder wie ihr sagt, euer Harry Hirsch aus Karl-Marx-Stadt, heute im Erzgebirge. Ja, wenn es euch gefällt, was euer Micha so macht, folgt mir auf meinen Kanälen. Ihr könnt mich natürlich auch finanziell unterstützen. Jeder Euro zählt. Ich sage Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Mal sehen, wann. In diesem Sinne, Cheerio, euer Micha.